Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Biber-Vlog. Ich bin immer noch überfällig. Vorgestern hätte ich meine Tage kriegen sollen. Ich habe immer noch keinen Schwangerschaftstest gemacht. Und für alle, die jetzt neu hier auf meinem Kanal sind, wir versuchen seit vielen Jahren ein zweites Kind zu bekommen und es klappt nicht. Es liegt daran, dass ich PCO habe. Ich drehe mich immer um, weil ich bin hier halt im Park spazieren. Bei meiner ersten Schwangerschaft bin ich auch spontan schwanger geworden, sagt man das so? Also ohne Hilfsmittel, weil ich mich dagegen entschieden habe, so Hormontherapien zu machen. Und Anfang diesen Jahres durfte ich dann das erste Mal wieder schwanger sein, nach 10 Jahren. Und habe das Kind leider verloren. Ja, und jetzt bin ich überfällig. Ihr dürft jetzt den Tag mit uns verbringen. Die Kinder sind jetzt auf dem Spielplatz. Also Calvino, komm hier, Smurfy, komm. Calvino und eine Freundin. Und ich laufe so lange hier mit Smurfy eine Runde Taita, denn der darf ja nicht auf dem Spielplatz, die Hunde. Und nachher kommt der Bernd von der Arbeit. Wir werden grillen im Garten. Ich habe schon ganz viel vorbereitet. Ich nehme euch mit durch unseren Tag. Und sollte sich etwas ändern an meiner Überfälligkeit, lasse ich es euch wissen. Ich habe jetzt ein bisschen gearbeitet, denn ich habe gerade erfahren von Facebook, dass ich mein Nagelstudio ab Montag wieder öffnen darf. Es ist unglaublich. Es sollte eigentlich erst ab 30. Mai wieder losgehen. Wegen körpernahe Dienstleistungen oder so. Also hier, wir sind in NRW und deswegen ist das anders in jedem Bundesland. Und ja, habe mich halt darauf eingerichtet und gar nichts mehr so groß geplant, weil ich dachte, ach, dann bleibst du jetzt halt noch 3 Wochen zu Hause. Und ja, ich darf ab Montag wieder öffnen. Das heißt, noch 2 Mal schlafen, dann darf ich wieder arbeiten. Und ach, ich kriege hier gerade eine E-Mail. Ich filme mit dem Handy, deswegen... ja, ich habe jetzt auf Facebook erstmal bekannt gegeben, dass ich wieder arbeiten darf und jetzt melden sich halt die Kundinnen bei mir und ich mache hier gerade die Termine und auf dem Laptop habe ich gerade noch das Video für euch fertig gemacht, also hochgeladen und alles. Und jetzt ist die nächste Frage, was ich mich mit Bernd gerade gefragt habe, wenn ich jetzt wirklich schwanger bin, ist das dann Risikogruppe oder so? Keine Ahnung, ich meine, das werde ich ja morgen erfahren, ob ich schwanger bin. Bis jetzt bin ich ja halt nur überfällig. Aber ich glaube nicht. Also ich habe gegoogelt und da konnte ich jetzt nichts erkennen. Und wir schützen uns ja auch. Also ich habe so eine Plexiglasscheibe zwischen der Kundin und mir. Und die dürfen ja auch nur mit Mundschutz rein. Ich trage ja sowieso einen Mundschutz. Und desinfizieren machen wir auch immer schon. Also vor der Covid-Sache alles. Und eine Feile pro Kundin, danach entsorge ich die sofort. Von daher, ja, wird das schon alles. Ich weiß... Ich wollte bis morgen warten, aber ich habe es nicht ausgehalten. Ich habe einen Schwangerschaftstest gemacht. Und Leute, da ist ein leichter Strich. Und ein bisschen schwanger geht nicht. Ein bisschen schwanger geht nicht. Der schlägt nur aus, wenn man schwanger ist. Das Murphy. Ey, der holt sich hier die Sachen raus. Da. Die Schublade muss der Bernd reparieren. Das Murphy, hör auf. Mann, ich habe gerade eine wichtige Mitteilung zu machen. Ja, eine ganz wichtige. Leute, ich bin schwanger. Seht ihr da auch den ganz leichten Strich? Ich weiß, der ist echt nur minimal und mit der Kamera ist das voll schlecht. Ich bin schwanger. Ganz leicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey, ich könnte heulen. Ich bin schwanger. Ich heul. Ich könnte nicht heulen. Ich heul. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin schwanger. Ich bin schwanger. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Smurfy, jetzt hör mal auf hier. Hör auf. Mann, komm mit. Komm, wir freuen uns. Kriegst ein Geschwisterchen. Ja, ich weiß nicht, wie oft ich den noch in der Kamera halten will. Und den angucken will. Aber Hauptsache,
Ich erzähle es erst der Kamera. Ich kann, also das ist halt wirklich nur so ein Ministrich, ne? Ich will ja jetzt nicht wieder die Pferde scheu machen, dass ich das allen erzähle und so. Also, aber ja, ich habe es euch ja schon erzählt. Aber wisst ihr, wie ich das meine? Ich will es allen erzählen, weil ich mich so freue. Ich mit PCO, ich darf schwanger sein. Und ich habe da so, also ich habe das halt in so einen Becher reingehalten, den Test. Und das läuft ja dann halt sofort durch. Ich habe schon unendlich viele Schwangerschaftstests in meinem Leben gemacht, ne? Das läuft halt so durch und das sieht dann erst aus wie nicht schwanger, weil das kommt erst später, diese kleine Mini-Linie. Seht ihr sie? Ja. Ich mache mal oben eine Abstimmung rein, wo ihr abstimmen könnt. Schwanger oder nicht schwanger? Ich bin schwanger. Ich bin nicht überfällig. Ich bin schwanger. Ich rufe jetzt Bernd an. Das ist meine Schwangerschafts-Live-Reaktion. Ihr wart wirklich live dabei. Ich habe es Bernd erzählt. Der freut sich, aber der ist halt so, ich auch, auf eine Art so zurückhaltend, nach dem, was halt Anfang des Jahres passiert ist. Ich habe jetzt hier meine Flo-App alles eingegeben. Ich bin in der 5. Woche. Oh Mann, Leute, ey, wie kann das denn sein? Erst haben wir jahrelang probiert und immer unerfüllt der Kinderwunsch und jetzt bin ich Anfang 2020 schwanger und jetzt wieder. Hoffentlich geht alles gut. Es wird immer gefragt nach ersten Anzeichen, ob ich diese hatte, wollte ich mit euch jetzt bereden. Also so habe ich bis jetzt gar nichts, keine Übelkeit, Müdigkeit, was ich sonst hatte, kein Brustspann bis jetzt. Aber eins hatte ich, das wusste ich schon, bevor ich den Test gemacht habe. Deswegen habe ich ja wirklich gedacht, dass ich schwanger bin. Und zwar war das letzte Mal auch so, dass mein Puls total hoch geht. Ich habe ja diese Fitbit-App und normalerweise Fitbit und Fitbit-App, ne? Nicht nur die App. Normalerweise habe ich einen Ruhepuls um die 60 und da seht ihr, wo der einmal ganz hoch war. Bei 71 war ich schwanger und jetzt ist er wieder hochgegangen. Und deswegen habe ich mir schon gedacht, dass ich schwanger bin. Und der ist hier so weit runtergegangen einmal. Ich habe ja euch erzählt, dass ich in der ersten Schwangerschaft dieses Jahr, da habe ich aufgehört mit Nikotin zu dampfen und habe das Gott sei Dank beibehalten, obwohl ich immer noch Schmacht habe. Aber jetzt muss ich halt nicht wieder diesen Nikotinentzug machen. Und ja, deswegen ist mein Puls so runtergegangen damals. Weil Nikotin ja auch den Puls erhöht. Und jetzt geht er wieder hoch, weil ich schwanger bin. Und was ich auch weitergemacht habe nach der letzten Schwangerschaft, ich habe diese Tabletten weitergenommen. Diese, wie heißen die denn? Diese Folsäure habe ich weitergenommen. Weil wir halt ja weiter versucht haben. Und ich hatte die erst nicht genommen, weil ich ja aufgegeben habe, schwanger zu werden, ne, mit PCO. Das hat jahrelang nicht funktioniert und deswegen habe ich gedacht, dann brauche ich diese Tabletten auch nicht jeden Tag schlucken. Aber wo ich jetzt halt gemerkt habe, es klappt doch, habe ich sie dann wieder genommen und durchgehend, na, vielleicht habe ich sie mal einen Tag verpasst, vergessen, das kann sein. Aber ich habe sie fast täglich genommen. Nicht glauben. Ich kann es echt nicht glauben. Vor allem jetzt will ich mit jedem darüber reden und nur darüber reden, weil das so total aufregend ist. Aber man muss halt auch erstmal jetzt so ein bisschen, ne, chillen. Ich weiß, wie traurig ich war Anfang des Jahres, als das, ja, als ich die Fehlgeburt hatte.
Ja, weiß ich auch nicht. Erstmal abwarten, bis Bernd gleich nach Hause kommt. Und ich habe gestern schon, wir haben ja abends die Pizza im Garten gegrillt, auf unserem Pizzastein, das habt ihr ja gesehen. Und Bernd hat einen Radler getrunken und ich hätte normalerweise auch eins mitgetrunken. Aber ich habe keins mitgetrunken, weil ich dachte, du bist ja überfällig. Also gestern stand bei der App noch nicht überfällig, aber ja, ich habe halt keinen Radler getrunken. Gute Wahl. Aber ich könnte mir alkoholfreies Bier holen, wenn ich möchte. Das kann man ja trinken. Ich bin total aufgeregt, sorry. Ein Baby. Unglaublich. Im Januar ist Stichtag. Wenn alles gut geht, kommt es im Januar. Bei mir ist richtig. Wir wollten einfach Reste mal machen. Wir machen Pizza fürs Kind. Wir essen das. Und Brötchen und Brot. Ja, aber wir haben die Burger auch aufgetaucht. Dann lege ich sie wieder rein. Nicht? Ja, wir essen ja eh öfter. Ich wollte gerade sagen, wir essen eh noch dreimal. Und das ist mal hier sortiert. Was würde ich morgen mit für nehmen? Hier veganen Schinkenspeck haben, das ist die vegane Wurst. Soll ich für dich eine Hobels mitnehmen für die Arbeit? Ja, Mama ist ja nie. Zeig mal, wie happy du bist über die Nachricht, die ich dir verkündet habe gestern. Käse? Hast du dem Kind mal gesagt, dass die leeren Packungen nicht gekühlt werden müssen? Nein, habe ich noch nicht. So, guten Morgen. Offensichtlich, es ist der nächste Tag, es ist Sonntag. Wir sind im Gammel-Outfit, denn wir machen heute gar nichts. Danke für deinen Beitrag zum Video. Weil morgen geht ja der Arbeitstag wieder los. Ich habe euch gestern erzählt, dass der Terminkalender voll ist. Und eigentlich wollte ich heute Morgen als erstes mit der Kamera aufs Klo gehen und nochmal einen Schwangerschaftstest machen. Aber dann war ich heute Nacht um 2 Uhr bin ich wach geworden und war dann total aufgeregt. Und dann musste ich auch auf Toilette, also habe ich heute Nacht einen Test gemacht. Große Fressung. Ja, und gegessen, weil ich Hunger hatte. Wie in meinem Ohr. Ja. So, aber ich habe dann heute Nacht getestet und heute Morgen getestet. Und jetzt zeige ich euch das Ergebnis. Trommelwirbel. Also, ich weiß auch nicht, ob ich das richtig gestern erzählt habe. Gestern war vierte Woche und 0 Tage, also 4 plus 0 und heute ist 4 plus 1. Da seht ihr, gestern war es noch ganz schwach, der Strich, und heute ist es schon deutlich positiver. Das war heute Nacht um 2, halb 3 und das war heute Morgen so um 7. Ja, hat der Bernd fein gemacht. Ja, und das Kind auch schon gefragt. Das Kind auch schon gefragt? Ach so, ja, wir haben gesagt, das war Calvinos Reaktion. Wir haben halt gesagt, Schwangerschaftstest gemacht und so. Und bist du wieder schwanger? Und ja, und dann hat er halt als erstes gefragt, ob wir dann gemacht haben. Ja. Er wird großer Bruder. Du auch, ne? Du wirst auch großer Bruder. Zwinker, zwinker. Das ist das scheißegal, sagt er, solange er fressen kriegt. Ich frage mal deine Zuschauer, ob die sich auch ein Gefrierpro kaufen würden, wo der Hund reinpasst. Ja, nicht, wo der Hund reinpasst. Ihr wisst ja, wir barfen den Smurfy und wir würden gerne eine Gefriertruhe kaufen. Das hatten wir immer schon wieder überlegt, weil man ja das einfriert, das ganze Fleisch. Danke. Und wir essen ja kein Fleisch und das ist erstens halt ziemlich doof, wenn das bei uns mit drin ist, das ganze Barf-Essen. Und zweitens könnten wir halt viel mehr einkaufen, wenn wir in den Barf-Shop gehen für 2 Monate oder so und das dann in der Tiefkühltruhe lagern. Ich mach mal weg. Eine Gammel. Eine Gammel, mein Gammelfleisch. Ohne Hosen auf das Gammelfleisch raus. Ach, ja. Die Kunden bringt auch jetzt. Mann, jetzt sieht man deine schicken Beine. Ich schneide das raus. Nein, das lasse ich drin. Du läufst immer so durch die Kamera, dann lasse ich das so. Ich zeige mich auch nur bis hier, weil ich hier Flecken habe auf meinem Oberteil. Ja, jedenfalls möchten wir uns eine Gefriertruhe kaufen und wir wissen nicht welche. Es soll eine schöne große sein und sowas alles. Und was sollte ich jetzt fragen? Ob die einen Tipp haben für eine gute Gefrierkombi A++. Ob die einen holen würden oder nicht.
Würdet ihr eine holen oder nicht? Oder öfter fahren und ohne oder weniger fahren und mit Gefriertruhe. Okay, ich hoffe, man hat dich verstanden. Und wie gesagt, er ist bereit, zu schön. Ja, ich komme jetzt. Ich verabschiede mich von dem Vlog. Danke, ich freue mich, dass ich euch gute Nachrichten mitteilen konnte. Achso, danke habe ich gesagt fürs Zuschauen. Ich freue mich auf den nächsten Vlog. Jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen ruhiger wieder, weil ich ja jetzt wieder arbeiten gehe. Aber ich schau mal und bis zum nächsten Mal. Tschüss.